haben es endlich geschafft. Wir sind am Prüfstand angekommen. Ja, ich habe mich jetzt hier schon ein wenig mit Kameras eingedeckt. Ich hätte gesagt, wir springen einfach mal ins Vergnügen. Ein Problemchen hätte ich allerdings. Ein Element oder zwei Elemente müssen eben noch ein bisschen rumgezickt haben, weil, ja, ne, ich habe es gerade eben gemerkt, als ich auf dem Prüfstand laufen hatte, oben hat man es gesehen, normalerweise soll die von selber so wie hier in die Startmenge zurück, ne. Macht sie jetzt auch, ja, ich hatte gerade eben das Problem gehabt, fragt mich nicht wieso. Doch, ich weiß wieso. Also es haben zwei Elemente haben noch gehangen. Ja, das erste und das dritte. Hat nichts mit dem Öl zu tun gehabt, sondern ich habe da jetzt einfach noch mal ein bisschen nachgearbeitet. Jetzt funktioniert's. Und ich würde sagen, ich suche mal ein paar Prüfunterlagen raus. Und dann können wir eigentlich schon mit der Sache hier anfangen. Ja, ne? Das Ding war ja gedacht für Trecker-Dreck. Dementsprechend werden wir das natürlich auch ein wenig leistungsstärker einstellen und einrichten. Ja, Prüfblatt habe ich schon gefunden, digital. Das ist alles schon da. Das heißt, wir können die Pumpe eigentlich laufen lassen. Ja, wir müssen nur noch einmal entlüften. Klassiker wie immer. Und ich versuche jetzt mal die Kameras hier irgendwie hinzustellen, dass man immer was sieht, was ich hier mache, weil das ist eigentlich immer die größte Vollkatastrophe, wenn man hier was machen möchte und man sieht nur die Hälfte. Also ihr seht nur die Hälfte. So. Das ist gut. Komm, dann nehme ich die hier mal vor mich. So. Kollege runter. So. Das ist doch eine schöne Ansicht, ja? Jetzt seht ihr die Pumpe. Und ihr seht den Drehzahlmesser. Sehr gut. Alles klar, Leute. Ich muss mir mal ein Prüfblatt schnappen. Meine Handyhülle mal weglegen, brauche nämlich keinen Mensch. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, die Entlüftungsschrauben aufzudrehen. Ja, immer schön vorher spülen, dass nichts in die Prüfdüsen kommt. Die haben zwar hier einen Filter drin, aber trotzdem. So, einmal Gehörlschutz. Der gute Aktive, dass ich hier nicht rumschreie wie so ein Idiot. Und los geht's. Ah, die Gradscheibe habe ich vergessen. Das ist blöd. Leute, ich baue mal gerade noch schnell die Gradscheibe an. So, das wäre das. Können wir eigentlich mal hier Tutti geben, ne? Ja, seht ihr? Ne? Wenn die schön von selber nochmal vorgeht, so muss das sein. Erstmal gleich den Vorhub. Oder sollen wir einfach mal die Messung fahren? Ich glaube, wir fahren einfach mal eine Messung und gucken mal, was da rauskommt.
das sportlich. Kommen hier. Das Messer auch schön. So. Dann stellen wir mal hier Vollgas. Und ich habe eben schon gemerkt, also wenn der auf so einen vollen Regelweg hier geht, da hat schon jemand ordentlich dran rumgestellt an dem Ding. Also da ist die Vollastmenge schon ein gutes Stück aufgedreht. Ich werde freundlich daran erinnert, die Angleichung rauszudrehen von der Pumpe. Das sollten wir auch immer machen. Ja, wir sind in ein klassisches Problem gelaufen, die Kollegen. Ja. Und zwar ganz einfach. Hier vorne. Ja. Da. Komm, ich habe Kameras genug. Da. Da, wo dieser Deckel normalerweise dran sitzt. Ja? Da ist eine Anschlagschraube drunter. Das ist die Startmengenanschlagschraube. Und da kannst du unten aufdrehen wie ein Idiot. Komplett, du liegst irgendwann an dem Anschlag an. Und dann geht nicht mehr mehr. Und genau das ist denen passiert. Deswegen geht die jetzt hier voll rein. Ja, die haben den Kollegen hier hinten nämlich so hart aufgedreht. Das ist nicht normal. Ja, die Vollast-Mengenschraube, ja. So, die können wir jetzt mal schön rausdrehen. Lassen wir auf. Das ist kein Regelgang gewesen. Doch, 8,7 bis 8,8 Millimeter kommen. Elementen vibriert sich die ganze Zeit meine Messerlose. Wartet mal. Da kommst du natürlich so nicht dran. Scheiße. Das sieht gut aus. So, guck mal hier. Da darf keine Brühe hin. Ja, da sollte keine Brühe hin. So Leute, was haben wir vergessen? Richtig, Grundlage für das Messerbrühen. Passt.
nicht ganz vergessen. Die stehen ja komplett durcheinander. So Leute, Vorhub einstellen. Wir kennen es schon, haben wir schon mal gemacht. Messuhr. Ja. Wir schnappen uns einen Zylinder. Nee, wir sind faul, wir drehen jetzt als allererstes mal oben alle Puffer an, alle Überströmer auf. Weil dann lässt sich die Pumpe leichter drehen. So, ich stelle die Kamera mal so hin, dass sie da aufs Zifferblatt sieht. Genau, so. Was hat der eigentlich für eine Zündfolge? 1, 5, 3, 6, 2, 4 müsste das sein, ne? Eins, fünf, drei, sechs, zwei, vier. Jawohl. Und wir nehmen. Komm, wir nehmen Zylinder 1. Ne? So, laut Prüfblatt haben wir einen Vorhub von 2,15 bis 2,2 mm. Na dann, lesen wir jetzt hier ab. Die Uhr habe ich genullt. Wir nehmen Zylinder Nummer 1. Das heißt, die anderen nehmen wir alle mal zu. Gehen auf Hochdruck. Und gucken mal, wann hier die Soße läuft. Ja, Profi. Mit Überströmventil wird das natürlich nichts. Ja, wenn du irgendwie auf 20 bar Druck kommen willst und hast ein Ventil, das wir anderthalb aufmacht, dann viel Spaß dabei. Das ist mein zweiter 19er. Aha, schon fließt die Brühe. Seht ihr das? Hallo. Da. Mal gerade. Ja, ihr seht's. Gerade so. Ich kann die Kamera ja leider nicht viel verstellen. Warte mal. So sieht man's. Sehr gut.
So, dann drehen wir mal auf unsere 2,25 mm. Und merken, dass wir eine Spätanlassnut in der Pumpe haben. Das heißt, wir haben einen vorgegebenen Regelweg, den wir einhalten müssen. Digga, was ist denn los? Ah, wegen Hochdruck. Ah. Das wird aber normal auch nicht sein. So, Regelweg zum Einstellen haben wir 9 bis 12. Das sind wir da genau richtig. So. 9 bis 12, wir haben 11. Das heißt, wir gehen jetzt mal in Richtung 2,25 mm. So, das sind 2. Und wir haben zu viel. Zwei, drei, vier. Da müssen wir hin. 2,25 mm. Das heißt, messen wir wieder ab. Ja, würde ich so unterschreiben. Der Kollege hier muss nach oben. Nach oben? Das ist ja erstaunlich. Wir haben da auch rausgeschliffen. Wir wissen normalerweise früher kommen. Das wohl der einzige sein, der halbwegs vernünftig steht. Ne? So, 360 durch 6 sind 60 Grad. Das heißt, alle 60 Grad muss auch ein Zylinder kommen. Ja, das ist der Norden. Stehen lassen. Dann nehmen wir uns jetzt mal was schön Teilbares, nämlich hier die 180. Ja, ihr seht das auch schön. Und nun drehen wir den Kollegen mal nach oben. Und kontern den nochmal. So, das heißt, 180 können wir minus 60 machen, das sind 120, hier müsste der nächste kommen, das ist dann Zylinder Nummer 5,
Dann schauen wir mal, wo der zumacht. Weitaus zu spät. Der muss auch hoch. Macht ja gar keinen Sinn. So, Tropfenkette. Und Konter. So, 120 minus 60 sind 60. Das heißt, bei 60 müsst ihr jetzt Zylinder Nummer 3 anfangen. Zylinder 3. 60. Auch zu spät. Aua. So, passt. Und dann. Dem vertraue ich nicht, den drehe ich nochmal auf 60 Grad zurück. Nein, der passt sogar, guck mal da. Also, dann haben wir jetzt 0 Grad. Nummer 6. Muss auch hoch. Perfekt. Drehen wir den Kollegen mal rot durch, ob wir da irgendwie komische Geräusche hören. Das ist mir nämlich schon mal passiert, da hat die Messuhr irgendwie scheiße gebaut. Und aus mir unbekannten Gründen habe ich dann mal eben kurz
so weit hochgedreht, dass die Elemente oben an den Druckventilen angeschlagen sind. Das war kein so schönes Geräusch. Und wenn man da Pech hat und das zu weit treibt, dann kann es einem passieren, dass man gerade die Druckventile breitschlägt. Das muss echt nicht sein. Gut. Nee, dreht sich aber leicht. Das ist das hier, das ist das Vordere, das steht nämlich jenseits, jenseits von Gut und Böse. So, nochmal einstellen, würde ich sagen.